Albert Stahel, danke vielmals, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir haben ein ereignisreiches Wochenende hinter uns, was den ganzen Krieg angeht zwischen Russland und Ukraine. Der Marsch von diesen Wagner-Truppen Richtung Moskau, wie haben Sie das erlebt über das Wochenende? Also ich habe es verfolgt und habe mir eigentlich vorgestellt, irgendwann einmal schlagen die Panzer in T-72 Türen vom Kreml. Das ist eigentlich so ein bisschen, man kann sagen, Voraussage. Also, dass die T-72 plötzlich anstehen in Moskau, ja, und dann kommt es zu einem richtigen Bürgerkrieg? Nein. Schauen Sie, der Putin, das heisst, das System hat in Moskau nur noch Nationalgarde. Und Nationalgarde, das ist so quasi sein Bübli, wo der Putin bewacht. Das ist nichts. Es hätte keinen Bürgerkrieg gegeben. Es hätte eine klare Situation gegeben. Die Bübli wären abgesäckelt, wären fort, hätten ihre Kalaschnikow vorgerührt und so weiter. Und Prigozhin hat die Macht übernommen im Kreml. Also eigentlich so ein Bild wie damals im Irak, Hussein und die Amerikaner, die dann alle davor gerannt sind am Schluss noch. Das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Aber jetzt eben Russland, grosse Russland mit dem Wladimir Putin. Ja, aber warum hat dann der Priushkin, so heisst er glaubt, der Wagner-Chef, gestoppt, 200 Kilometer vor Moskau? Was ist jetzt da Ihre Überlegung? Ja, da muss etwas passiert sein. Und ich vermute, das System, und ich rede jetzt nicht von Putin selber, sondern vom System um ihn herum, hat die Notbremse gezogen und mit dem Prigozhin einen Deal gemacht. Das war ein sehr interessanter Deal, wo er offenbar befriedigt worden ist und eine Möglichkeit hat, auch für die Zukunft Macht zu übernehmen in Moskau, und hat ihn damit gestoppt. Weil das System selber hat unter allen Umständen müssen verhindern, dass die Wahrheit über die Funktionsfähigkeit vom Putin-System am Tageslicht. Also die Wahrheit, das ist ja immer ein grosses Wort, oder? Also was ist denn das für eine Wahrheit über das Putin-System? Was wird da unter allen Umständen, unter dem Teppich, unter dem Kessel oder unter dem Licht behalten? Also was man eigentlich kann beobachten, sind quasi zwei Szenarien. Die eine Szenario ist einfach die, der Putin ist schrittweise vom Geheimdienst, vom Inlandgeheimdienst vor allem entmachtet worden. Also er hat heute in dem Sinne nichts mehr zu sagen. Er ist ein Versager, oder? Er hat versagt. Als Kriegsherr hat er versagt. Und das ist schon etwas Wichtiges bei den Russen, oder? Ein Kriegsherr, der muss erfolgreich sein, der muss brutal sein, der muss rücksichtslos sein, ohne Verluste das Zeug durchführen. Jetzt hat er versagt. Vielleicht ist er entmachtet worden. Also ich würde sagen, das ist die erste Hypothese, das erste Szenario, entmachtet. Dass er eigentlich jetzt schon, dass der Putin eigentlich jetzt schon zwar noch wahrgenommen wird als Präsident und alle sagen, ja, das sei jetzt geschwächt, aber dass er eigentlich gar keine Macht mehr hat. Hat nichts mehr zu sagen. Das ist eine Hypothese. Aber ich nehme an, das geht ein bisschen in die Richtung. Die zweite Hypothese, das ist allerdings, ja, man kann sagen, fast gefährlich, oder? Wäre die Vorstellung, der Putin ist ersetzt worden. Oder? Eigentlich, der kranke Putin, der Versager Putin, ist ersetzt worden durch einen Klon, oder? Möglich. Aber Klon, was denn? Ein Double, oder was? Was heisst dann Klon? Eigentlich ein Double, wo eigentlich quasi ihn abspielt, oder? Also, es ist, wie gesagt, ein Szenario, eine Hypothese, mehr nicht. Wenn schon, neige ich eher zum Ersten. Also, weil die Variante 2 wäre, es gäbe ihn gar nicht mehr, oder? Nein, so in der Wahrnehmung. Und dann wäre irgendwo noch im Kreml in der Gruft drin, oder? Da gibt es ja Gruften, genug. Und in einem Sarg rein, so wie der Lenin, oder? Und dann würde man ihn irgendwann mal abtransportieren. Also gehen wir von der Variante 1 aus. Und da scheinen Sie zu sagen, also unter dem machen Sie es nicht, nämlich Putin hat seine Macht verspielt, er hat sein Blatt überspielt, er ist in den Krieg rein, man hat ihm das zugestanden, den Krieg. Also hat man dann gesagt, quasi als System, ja, Putin, wir schauen mal, wie weit das kommt. Oder was war da die Überlegung vor einem Jahr oder vor anderthalb? Also ihm ist ja gelungen, quasi ein Konglomerat aufzustellen. Einerseits im Inneren, also mit den Geheimdiensten, teilweise mit der Spitze der Armee, wobei Shoigu und Konsorten natürlich nicht die Armee selber repräsentieren, und natürlich Bürokratie, und dann spielt natürlich Killer noch eine grosse Rolle, hat er mit denen zusammen quasi etwas Glaubwürdiges aufgebaut und hat gesagt, ja, wir gehen da rein in die Ukraine, der Fall ist erledigt, oder? Die Ukraine klappt zusammen, der Zelensky haut ab und wir haben es.
Und das ist nicht passiert. Das war mal das erste gewesen. Versager. Der zweite Versager war Krieg selber gewesen. Das ist eine Katastrophe. Oder? Die ganze Kriegführung aus russischer Sicht ist eine Katastrophe, wenn sie in der Geschichte, in der russischen Geschichte zurückgehen, die russische Armee mit Gewalt, mit Brutalität. Also das ist eben Prigozhin in einem gewissen Sinn. Oder? Wenn der Prigozhin 100'000 Mann hätte, beispielsweise, würde die Sache vielleicht anders aussehen. Also ein Versager. Wer hat dann an Putin da grünes Licht gegeben oder ihn machen lassen, ganz am Anfang im Februar 2022, wo er immarschiert in der Ukraine, sind das die, wie heißen die? Silowitz. Wie heißen die? Silowitz. Ja, genau, das ist, kein, sind das, das so ist die, die. Genau. Also die, haben die dann eigentlich Macht in Russland, in Moskau? Haben eigentlich schon immer Macht gehabt. Also ohne die hat der Putin eigentlich noch wenig können machen, oder? Also er ist eigentlich abgestützt auf die Sicherheitsstruktur. Aber nochmal, er hat versagt, oder? Er hat versagt. Er ist ein totaler Versager. Aber sind das jetzt die wiederum, die Geheimdienstleute? Also ich weiß nicht, wie viele das sind. 1000, keine Ahnung. Sind das die, die jetzt hinter der Kulisse schon wieder sagen, quasi der? Das ist der Apparat innen, oder? Das ist der Apparat, kontrolliert. Genau. Aber sind das die, die jetzt bestimmen, wer ab Macht kommt als nächstes? Ja, so ist es. Und wie spielt sich das ab? Sie müssen ein bisschen weg von der Kamera noch, sonst sieht man dann das Können nicht mehr. Ein bisschen nach hinten, ja, ist gut. Wie spielt sich das jetzt ab? Spielt sich doch in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen? Was ist da Ihr Szenario? Also Sie haben jetzt mal den Putin ein bisschen auf die Seite gestellt. Das ist die Hypothese bei 1. Und jetzt wird quasi verhandelt, direkt ist vermutlich verhandelt worden mit dem Prigozhin. Also der Putin spielt nicht mehr den entscheidenden Faktor. Nochmal, ist ein Versager als Kriegsherr. Das ist ganz entscheidend. Also die russische Geschichte, nehmen Sie die ganze Geschichte. Sie können ja wegen mir auch die Berater durch Schweizer General anschauen, dazu mal, oder im 18., 19. Jahrhundert. Das ist ein Versager, oder? Sie haben den Wagner-Chef erwähnt und anders als jetzt die meisten Kommentatoren sagen sie, der hat nicht versagt, der ist nicht draussen aus dem Spiel, sondern der ist nur einmal einfach jetzt an der Seitenlinie, um dann wieder zurückzukommen. Ja, der Putin. Nein, der Prigozhin, ich weiß nie den Namen. Prigozhin, ja, der, wo jetzt auf Weißrussland gegangen ist, der quasi Asyl bekommen hat, oder? Haben sie jetzt gesagt, der ist nicht zum Spiel draussen, sondern mit dem hat man noch etwas vor. Der Prigozhin, würde ich sagen, das ist so quasi im Petto. Der ist in Warteposition. Jetzt kommt es darauf an, wie sich Machtverhältnisse definitiv im Kreml werden verschieben. Möglicherweise taucht der Prigozhin plötzlich morgen im Kreml auf. Kein Mensch kann das anders interpretieren. Oder er bleibt dort, wo er ist. Oder? Also es ist in einer Warteposition. Und so ein Typ wie der Prigozhin wäre eigentlich für System Russland ideal. Ideal. Weil er halt einfach ein Brutalo ist. Und eben die rohe Macht verkörpert, die es so braucht, um so ein russisches Reich kann zusammenheben und dann auch im Notfall immer wieder einen Krieg vom Zaun reissen. Ja, zwei Sachen. Also Repression nach innen, Unterdrückung von der sogenannten Minderheiten, das ist klassisch. Und andererseits eben Offensive nach außen. Oder? Und das braucht so einen Typ. Und das braucht nicht einen Putin. Oder? Ist dann aus einer westlichen Sicht alles eigentlich in der Zukunft so viel schlimmer? Weil der Putin fast schon ein Softie ist im Vergleich zu so einem Prigozhin und Hintermänner von so einer Figur. Ja, das ist jetzt interessant. Eine interessante Frage. Ich würde Folgendes sagen. Je nachdem gibt es jetzt Möglichkeit, oder im Fall, dass der Prigozhin in Moskau auftritt, gibt es Möglichkeit für Verhandlungen. Würde ich nicht ausschließen. Weil er muss jetzt Luft schnappen. Russland muss jetzt Luft schnappen, muss jetzt sich wieder erholen, muss die Streitkräfte wieder aufbauen und so weiter. Denkbar. Auf der anderen Seite auch denkbar, noch rücksichtsloser, noch brutaler, noch schlimmer. Auch ohne weiteres möglich. Beides ist möglich. Also wir sollten nicht triumphieren. Wir sollten nicht triumphieren über die ganze Geschichte. Wir sollten sehr wohl die ganze Angelegenheit genau verfolgen. Möglicherweise wird es ein bisschen entspannter, denkbar, aber
möglicherweise wird es brutaler. Und vielleicht auch zuerst entspannter und nachher dann wieder brutaler, oder? Das kann ja auch sein, dass man das würde ich nicht ausschliessen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt Verhandlungen, wir gehen einen Teil von der Truppen werden zurückgezogen aus der Ukraine, aber nachher schlagen wir zu. Wieso hat eigentlich der Prigozhin so die Offensive auch in der Kommunikation gesucht? Die letzten paar Wochen ist ja aufgefallen, wie er anfängt, die General kritisieren, einfach so, mit seiner Twitter oder Telegram oder was das ist, auftritt und so. Wie, wenn er da eigentlich einen ganzen, ja, quasi eigenen Staatsapparat zur Verfügung hätte, das ist total ungewohnt gewesen. Wie erklären Sie das? Der Sololauf, dass das auftreten? Also, seine Kritik hat sich gerichtet gegen den Militärapparat, gegen Militärbeamte. Der Shoigu ist kein General. Der hat von Kriegführung keine Ahnung. Der Gerasimov, würde ich sagen, hat nicht unbedingt brilliert in der Vergangenheit. Also er hat sich gegen den Apparat gerichtet. Und ja, also er hat eigentlich das gemacht, was die Russen eigentlich lieben, oder? Dass man quasi die Drecksäcke von Moskau für holt, anprangert und sagt, ihr taugt nichts, ihr seid Versager, etc. Der Putin hat in dem Fall einfach völlig falsch die Situation eingesetzt und auf die falschen Leute gesetzt. Also er ist in den Krieg und hat gemeint, er könnte das schnell in 3 Tagen oder 3 Wochen blitzmäßig mit denen generell, die er ausgesucht hat, und hat sich total verkalkuliert, was die Strategie angeht, was die eigene Position angeht, was die generell angeht. Einfach auf der ganzen Linie eigentlich den Job nicht gemacht. Der grosse Putin. Der grosse Putin ist eben nicht der grosse Putin. Er ist ein abgetackelter Geheimdienstmann, der ursprünglich mal in der DDR funktioniert hat. Er versteht von Kriegführung absolut nichts. Er hätte ja müssen quasi mit 200, mit 300.000 Mann in die Ukraine einfallen, und zwar in einem klassischen Fall von einem Angriff mit Artillerie, mit Panzer, mit Flugzeugen und so weiter. Das hat er ja nicht gemacht. Das ist ein Dilettantismus par excellence. Haben wir ihn dann schon immer überschätzt? Oder ist er einfach im Krieg nicht der Richtige quasi, dass er dort halt jetzt total auf der Nase landet? Das klingt alles ein bisschen platt, aber okay, man kann es ja so sagen. Und dass er vorher aber vielleicht gleich noch etwas Staatsmännisches gehabt hat in der Vorphase mit seinen immer wieder so überraschenden Auftritten. Er hat Russland repräsentiert. Er ist für uns, spreche jetzt für uns, der Beste, ein angenehmer Partner gewesen. Wir haben Erdgas, Erdöl können von ihm beziehen. Wir haben mit ihm können Deals machen. Wir haben auch viele Augen zugedrückt etc. Aber es ist natürlich auch auf unserer Seite. Auf unserer Seite, der Westen, sind Dilettanten, oder? Ich meine, ein Scholz versteht von Kriegführung auch gar nichts, ein Biden auch nichts, ein Macron auch nichts. Das sind genau gleiche Dilettanten wie ein Putin. Also, die haben sich, was können Sie sagen, die Community der Dilettanten im Bereich Kriegführung. Ja, und das führt ja dann zur Frage in der Vorphase, oder? Also jetzt eben nicht beim Einmarschieren von Russland in die Ukraine im Februar 2022, sondern vorher, all die Jahre, wir haben im 14. die Krim-Invasion gehabt von Russland. Wir haben, glaube ich, in Georgien Angriff gesehen, in Syrien hat der Putin zugeschlagen und so. Es ist ja eigentlich immer gegangen. Der Widerstand ist ja dann erst gekommen mit dem Ukraine-Feldzug. Hätte der Westen eigentlich längst müssen den Putin anders einschätzen, mehr durchschauen, dass der gar nicht so stark ist, wie er tut? Ja, das also ihn durchschauen, aber auch seine Kriegführung durchschauen. Nehmen Sie Tschetschenien, oder? Da hat er ja Grozny in Schutt und Asche gelegt, aber die Situation hat nicht er bereinigt, sondern der Vater Kadyrov, nicht? Der hat es bereinigt. Also jemand anders hat es bereinigen. Und in Syrien ist es ja zum Teil ähnlich, oder? Also nicht der Putin. Der Putin hat einfach zertrümmert, oder? Er hat einfach seine Luftstreitkräfte den Auftrag gegeben, zertrümmern. Fertig. Also das ist kein Problem, aber Krieg führen, nicht. Wenn wir jetzt noch versuchen, ein bisschen einzufangen, wie das jetzt in Russland könnte sein, von jetzt danach führen. Mir scheint, in Moskau sind die Leute irgendwo in einem Delirium oder in einer Wolke. Wenn man da so die Berichte liest und manchmal einen Beitrag sieht, dann gehen sie einkaufen, haben immer noch das Gefühl, es läuft alles nach Plan. Also die kommen dann auch auf die Welt, oder was passiert da?
Ja, die haben eine Wolke bekommen, oder? Man hat die Wolke aufblasen und sie dürfen sich in dieser Wolke bewegen. Und dann kommt dazu, dass natürlich Moskowiter nicht zum Hankhaus gekommen sind. Zum Hankhaus in dem Krieg sind die Minderheiten gekommen, ist eben, sind die Wagner-Söldner gekommen und so weiter, dass die sind noch nicht auf die Welt rausgekommen. Wenn dort mal die Situation klar wird, dass auch sie im Krieg sind, können sie sich ändern. Wenn ich Ihnen zulasse, wird es sich so abspielen, Putin und auch alle rundherum, also auch ein Außenminister, Lavrov, oder? Die werden, die verschwinden dann einfach. Und dann die Oligarchen auch. Wie spielt sich das ab? Ich meine, wir haben so, der Putin selber hat ja vom 1917 geredet. 1917, also das war der Erste Weltkrieg, das Ende vom Ersten Weltkrieg. Da hat es eine Revolution gegeben. Damals hat es noch einen Zar gegeben, oder? Nikolai II., glaube ich, oder? Und so. Also, der Putin hat gern immer wieder so eine Geschichte hervorgezogen in seinen Reden. Sind wir an so einem Punkt? Ich kann es irgendwie immer noch nicht ganz fassen. Ja, aber Sie können dann natürlich nicht die Fantasie von Putin als Geschichte anschauen. Das ist ja Hanebüchen, oder? Die Witze, die er bringt. Oder die sogenannte eurasische Geschichte und so weiter. Da müssen ja Mongolen erwähnen, Genghis Khan etc. Nein, das ist ein absoluter, das ist Geschichtskletterei. Par excellence, wie gesagt, sollte ein Prigozhin oder ein Brennlich in Kreml am Macht kommen, dann wird es eine Bereinigung geben, dann wird es eine Säuberung geben. Das hat es schon immer gegeben. Das ist Russland, das ist schon immer so gewesen. Wenn ein Machtwechsel gekommen ist, hat es Säuberung gegeben, wo Bolschewiken Macht übernommen haben. In Moskau hat es Säuberung gegeben, Stalin hat es Säuberung gegeben und so weiter. Würde ich auch schon. Mit anderen Worten, das wird dann intern in Russland, im Kreml, ganz wüst. So ist es. Das ist eigentlich die russische Geschichte. Schon immer so gewesen. Und dann werden wir dann sehen, wenn das durch ist. Das ist dann ziemlich blutig, oder? Muss man mal sagen, oder? Dann wird man dann sehen, wo die Reise weiter hingeht. Ja, also ich meine, der Stalin hat zum Beispiel gewütet, oder? Hat dazu mal die ganze Generalität umgebracht und so weiter. Also vielleicht ähnliche Situationen. Zum Abschluss. Sie haben in einem früheren Interview mal gesagt, man muss einfach aufpassen mit Russland als Westnation, mit dem Putin. Da gibt es eine breite Ebene, oder? Von der heutigen russischen Grenze bis nach Deutschland. Das war Ihr Bild gewesen, oder? Ja. So quasi einfach, das hat eigentlich gar nie eine natürliche Grenze. Nein. Und darum ist das für Westeuropa so gefährlich, so brisant, oder? Wenn da plötzlich Russland ein Krieg vom Zaun reisst, wie jetzt mit der Ukraine. Wenn wir jetzt alles zusammenfassen, was Sie geschildert haben, kann man dann nicht gleich ein bisschen optimistisch sein jetzt als Schweizer, als Westeuropäer, dass jetzt Russland wird auf absehbare Zeit mit sich selber beschäftigt sein? Ja, es wird sicher mit sich selber beschäftigt sein, bedeutet aber nicht, dass am Schluss ein friedliches Russland daraus kommt, ein stabiles Russland. Russland, wie es ist, Sie haben es jetzt gerade erwähnt, hat keine stabile Grenze. Und wenn es natürlich in dieser inneren Situation sich bereinigt, möglicherweise dann nach außen kommt, das wird keine Ruhe geben. Vielen Dank, Herr Stahel, für das spannende Gespräch. Gern geschehen.